Hallo und herzlich willkommen zum Was geht ab Flash. Mein Name ist Arne und das ist passiert. In Ansbach in Franken hat ein Bewaffneter aus einem Auto heraus zwei Menschen erschossen. Er ist danach in seinem silbernen Mercedes Cabrio geflohen. Die Polizei hat auch gewarnt vor einem bewaffneten Mann und hat eine Großfahndung eingeleitet. Er wurde inzwischen von der Polizei bei einer Tankstelle gefasst. Weitere Updates zu dieser Geschichte findet ihr bei uns bei Twitter. Link dazu findet ihr in der Infobox. Waffenstillstand im Jemen. Die Houthi-Rebellen kontrollieren hier immer noch weite Teile des Landes und kämpfen gegen eine von Saudi-Arabien angeführte Militärallianz. Die Lage für die Zivilbevölkerung ist immer noch dramatisch. 80% sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Es fehlen zum Teil grundlegende Dinge wie Nahrungsmittel und Trinkwasser. Die Vereinten Nationen haben jetzt eine Waffenruhe vermittelt. Die Rebellen und der jemenitische Präsident Mansour Hadi, der momentan im Exil lebt, haben sich darauf geeinigt, bis zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan nicht mehr zu kämpfen. In dieser Zeit soll dann die Bevölkerung versorgt werden. Außerdem sollen Vorbereitungen getroffen werden für ein endgültiges Ende der Kämpfe. Die Vereinten Nationen fordern außerdem beide Seiten dazu auf, die Lieferung von Hilfsgütern nicht zu stören. Die saudische Militärallianz zum Beispiel unterhält immer noch eine Seeblockade vor dem Jemen. Selbe Rasseln in den USA. Der zukünftige Chef des Generalstabs Joseph Dunford bezeichnet Russland als die größte Bedrohung für die USA, schlimmer noch als der Islamische Staat. Das sagte der General während einer Anhörung vor dem amerikanischen Kongress. Russland bedrohe die Sicherheit der USA und ihrer Verbündeten. Auf Platz 2 der akuten Bedrohungen steht China wegen der großen militärischen Möglichkeiten und auf Platz 3 Nordkorea wegen der Möglichkeit, mit Raketen auch das amerikanische Festland zu erreichen. Deswegen spricht sich Dunford auch für Waffenlieferungen in die Ostukraine aus. Außerdem kritisiert er die anderen NATO-Staaten dafür, dass sie noch zu wenig für Militär ausgeben würden. Außerdem wird die Ankündigung von Wladimir Putin, die russischen Nuklearstreitkräfte zu modernisieren, als Drohung gewertet. Aber auch Russland fühlt sich durch die Aktivitäten der USA in Europa provoziert. Der Europarat warnt davor, dass im Internet zunehmend islamfeindliche, antisemitische und rassistische Botschaften verbreitet werden. Grundlage für diese Aussage ist der Jahresbericht der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz. Das Internet sei ein wichtiges Mittel, um Rassismus und Vorurteile zu verbreiten. Und gerade in den Zeiten, in denen wir momentan leben und in denen Europa vor großen Herausforderungen steht, zum Beispiel der wirtschaftlichen Situation momentan oder dem Umgang mit Geflüchteten, da ist das schon ein großes Problem. Auch außerhalb des Internets nehmen ausländerfeindliche Tendenzen und auch Straftaten zu. In Deutschland gab es allein in diesem Jahr bis jetzt schon 150 Angriffe auf Asylbewerberheime. Im ganzen Jahr 2014 waren es 175. Die Kommission fordert jetzt alle EU-Länder dazu auf, mehr gegen Intoleranz und Rassismus zu tun, auch im Netz. YouTube-Videos einzubetten verstößt nicht gegen das Urheberrecht. Was ist damit gemeint? Man kann ja nicht nur auf Websites, sondern auch in seinem Newsfeed bei Facebook YouTube-Videos einbinden, die man auch direkt abspielen kann, ohne dass man die Seite verlassen muss. Das Ganze nennt man Framing. Ein Unternehmen hatte aber geklagt, weil ihr Werbevideo auf anderen Webseiten eingebunden wurde, zum Beispiel von der Konkurrenz. Das sei ihrer Meinung nach eine Urheberrechtsverletzung, weil ihr Werk ja auf einer fremden Seite läuft und deswegen hat sie auch Schadensersatz gefordert. Die Gerichte waren sich da bis jetzt immer uneinig. Jetzt hat der Bundesgerichtshof aber entschieden, dieses Framing geht generell in Ordnung. Das Video ist ja schon im Internet und wird nur noch mal zusätzlich an anderer Stelle angezeigt. Ein kleiner Sonderfall in diesem Prozess aber: laut dieser Firma wurde das Video nicht von ihnen selbst, sondern von anderen hochgeladen und in dem Fall befindet der BGH, dass dort eine Urheberrechtsverletzung stattfand. Das bedeutet auch, dass jeder, der dieses Video dann bei sich einbindet, also zum Beispiel auch bei Facebook postet, sich potenziell der Urheberrechtsverletzung schuldig macht und deswegen unter Umständen auch Schadensersatz zahlen muss. Also am besten ein bisschen aufpassen, wenn ihr Videos einbettet oder postet, dann guckt, ob die Videos wirklich vom Rechteinhaber selber hochgeladen worden sind oder von jemand anders. Der Urheber kann ja auch zum Teil selber darüber bestimmen, was mit seinem Video genau passiert. Bei YouTube zum Beispiel gibt es ja die Möglichkeit, dass man dieses Einbetten generell abschalten kann und damit hat man gar nicht erst das Problem, dass das Video auf irgendwelchen anderen Seiten auftaucht. Der Europäische Gerichtshof wird jetzt auch nochmal über diese Frage beraten. Ein Urteil da steht noch aus. Falls ihr euch jetzt schon bei der zweiten Meldung gedacht habt, was war denn jetzt nochmal im Jemen los, empfehle ich euch dieses Video hier, da geht es nämlich darum und hier geht es nochmal zum Reflect, zum Thema Vorurteile gegenüber Geflüchteten. Ja, könnt ihr das mit dem Rassismus im Netz bestätigen? Was sind da so eure Erfahrungen? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Das war der Flash. Ein schönes Wochenende. Bis dann.